Die österreichische Schauspielerin und Sängerin Waltraud Haas ist vor allem bekannt aus den Heimat- und Musikfilmen wie Der Hofrat Geiger und Im Weißen Rössel. Sie wurde am 9. Juni 1927 in Wien geboren und erlebte den Krieg mit. Zu dieser Zeit besuchte sie eine Modeschule. Später nahm sie Schauspielunterricht und studierte Musik in Wien und trat daraufhin auf verschiedenen Wiener Bühnen auf. Ihren Durchbruch als Schauspielerin hatte Waltraud mit ihrer Rolle Mariandl Mühlhuber in Der Hofrat Geiger 1947. Seitdem ergatterte sie einige Rollen als renommierte Schauspielerin und machte sich einen großen Namen. Von 1966 bis zu seinem Tod 2011 war sie mit Schauspieler Erwin Strahl verheiratet und bekam einen Sohn. Waltraud Haas war lange im Schauspielgeschäft tätig. 2017 mit 90 Jahren drehte sie ihren letzten Film, Das kleine Vergnügen. Seitdem ist es ruhig um sie geworden. Inzwischen ist die Schauspielerin 94 Jahre alt und lebt ihr Leben abseits der Öffentlichkeit. Privat ist über Waltraud nichts bekannt. Ihr Sohn Markus Strahl ist in die Fußstapfen seiner Eltern getreten und ebenfalls als Schauspieler, aber auch Theaterregisseur und Intendant tätig. Er war unter anderem 1993 im Tatort Stahlwalzer zu sehen und spielte zuletzt 2019 in Dennstein und Schwarz, pro bono was sonst mit.